Ja, mega, Leute. Heute ist ein ganz besonderer Tag für diese Community, denn einmal im Jahr erscheint unsere Community Compilation mit Tracks von Leuten, die in dieser Community drin sind. Und wir bereiten uns da immer ein Jahr drauf vor. Es ist ein mega umfangreicher Prozess, weil viele natürlich zu Beginn des Jahres noch relativ weit am Anfang stehen oder noch nie einen Track veröffentlicht haben. Kein Profil bei Spotify, nix. Und dann begleiten wir sie ein Jahr lang. Wir haben Produzenten, wir haben Komponisten im Team, die alle gemeinsam mit unseren Teilnehmern ein Ziel verfolgen, nämlich, dass wir am Ende Tracks auf die Beine stellen, die professionell genug sind, dass wir sie guten Gewissens veröffentlichen können. Und zwar nicht irgendwie bei Soundcloud, Muschel, Muschel, sondern schön auf Spotify, Amazon, Apple Music, also den ganzen großen Stores. Und heute ist der Tag, wo die Mission Horizons 2021 endlich rauskommt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wenn ich das für euch, an euch Teilnehmer gerade nochmal sagen darf, das Jahr mit euch zu begehen. Und ich glaube, wir können alle mächtig stolz sein, insbesondere ihr könnt mächtig stolz auf euch sein, was ihr da für Tracks auf die Beine gestellt habt. 13 Künstler, 15 Tracks, ja, das heißt, zwei Künstler haben zwei Tracks beigesteuert. Wenn du unten im Beschreibungstext mal klickst auf den Link zur Mission Horizons, dann wirst du feststellen, es gibt zwei Bonus-Tracks, nämlich der Track 14 und der Track 15 sind Bonus-Tracks. Und das sind die Tracks, die wir als Referenztracks für unsere Kurse nutzen. Das heißt, diese Tracks lernst du bei uns Schritt für Schritt nachzubauen, nur mit Ableton Live Boardmitteln. Auch wenn du jetzt noch überhaupt keinen Plan hast oder einfach noch nicht mit Ableton gut klarkommst, noch nie einen Track fertiggestellt hast, dann kann ich dir sehr empfehlen. Hör dir mal die beiden Tracks an. Von Ingo Rieber und von Stefan Herzog, ein Techno-Track und ein Trance-Track. Und wenn dir davon was gefällt, dann melde dich bei uns. Denn für beide Tracks haben wir Kurse, wo wir dir eins zu eins zeigen, wie du selber sowas nachbauen kannst. Und im zweiten Teil dieser Kurse geht es dann natürlich immer darum, wie du selber deine eigenen kreativen Ideen entfalten kannst. Also es ist so ein bisschen wie eine Challenge. Am Anfang gewinnt derjenige, der am dichtesten am Original dran ist. Und dann im zweiten Teil gewinnt derjenige, der am besten seine eigene Kreativität lostritt und Vollgas gibt. Ja, mega. Und heute ist es eben soweit. Die Mission Horizons kommt raus. Du kannst das Ding ab sofort streamen. Du kannst es dir kaufen auf Amazon beispielsweise oder auf Apple und du kannst es aber halt auch auf YouTube dir anhören oder auf Spotify, also völlig frei in der Wahl. Und da wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Spaß. Schau mal, ich habe dir den ganzen Radöns, wie gesagt, im Beschreibungstext verlinkt. Da findest du den Link zur Mission Horizons, da findest du den Link zum Techno-Kurs, da findest du den Link zur Voranmeldung für den Trance-Kurs, den wir nächstes Jahr starten. Und ansonsten möchte ich wirklich nochmal allen sagen, ey Leute, ihr habt da Großartiges auf die Beine gestellt. Also da sind Tracks dabei, die sind dermaßen cool. Als ich mir das Ganze angehört habe, so im Rahmen der Vorbereitung, im Rahmen des Mastering-Prozesses und im Rahmen der Reihenfolgefindung und so weiter, habe ich ganz häufig gedacht, Mensch, das ist der geilste Track der Compilation. Und am nächsten Tag habe ich nochmal alles neu angehört und festgestellt, nee, das andere ist der geilste Track der Compilation. Ja? Also da sind so viele Highlights dabei. Eigentlich jeder Track steht da auch ganz eindeutig für sich und hat seine eigene Qualität, die er mit reinbringt. Das ist auch kein Track dabei gewesen, wo wir dieses Jahr gesagt hätten, nee, das können wir so nicht veröffentlichen, das können wir nicht machen. Die sind alle wirklich super ausproduziert von euch. Der ein oder andere hat selber gemastert, super Masterings dabei, obwohl ihr eure eigenen Tracks gemastert habt, was man ja an und für sich nicht so empfehlen kann, weil man sich selber so satt gehört hat an seiner eigenen Musik, dass man es gar nicht mehr richtig analytisch beurteilen kann. Aber nichtsdestotrotz, die Leute, die selber gemastert haben, mega gut. Und die Leute, die ihr Master von Luan bekommen haben, also das hört man halt auch wirklich raus. Luan ist Bassfetischist, Luan hat richtig einen knalligen Sound, den er im Master nochmal drüber bügelt. Und die Tracks haben alle gewonnen. Also du kannst dir das wirklich auf jeder Anlage anhören, egal ob im Auto, zu Hause auf der HiFi-Anlage oder auf den Nahfeldmonitoren oder auch auf der dicken Club- oder Festivalanlage. Ich sag nur Function One. Die Scheibe ballert. Die Scheibe ballert wirklich. Und da könnt ihr alle sehr, sehr stolz auf euch sein und euch quasi mal selber auf die Schulter klopfen, was ihr mit der Mission Horizons 2021 geschafft habt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen, beziehungsweise beim Reinhören, meine ich natürlich, in die Mission Horizons 2021. Und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr mit der Mission Horizons 2022. Wahrscheinlich werden wir da noch mehr Techno und noch mehr Trance erleben, weil wir einfach die Kurse dafür haben. Aber für den Moment
von meiner Seite aus wirklich nochmal ein ganz großes Daumen hoch, was ihr da geleistet habt. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Und ich freue mich am meisten darauf, nächstes Jahr all die schönen Tracks mit euch mal bei einem persönlichen Treffen, bei einem Community-Treffen zu hören. Und dann drehen wir den Lautstärkeregler aber mal so ein bisschen weiter nach oben, dass wir es dann auch richtig spüren, wie es untenrum pumpt und abgeht und sidechained und überhaupt. Also, Mission Horizon 2021, heute ist es soweit. Gratulation an euch, Gratulation an uns. Respekt an alle, die mitgearbeitet haben. Vielen Dank an alle und vielen Dank hier fürs Zuschauen. Bis bald. Morgen kommt schon das nächste Video um 20 Uhr hier auf dem Kanal. Also, hau rein.